Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Kornhub. Wie versprochen geht es jetzt hier im zweiten Teil um das Trustmaster um die Trustmaster-Geschichte. Für alle die, die jetzt vielleicht nicht folgen können, ich habe vor ein paar Tagen ein Vorstellungsvideo hochgeladen, wo es um das Trustmaster, um den Side-Stick und um die Lenkradkonsole, nenne ich es jetzt einfach mal, um die Halterung halt ging. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, ist logischerweise auch auf dem Kanal noch verfügbar. Und das Video ist zeitlich ein bisschen ausgeartet, so hatte ich leider nicht mal die Möglichkeit, euch im Spiel ein bisschen was zu zeigen bzw. zu erklären. Vorab gesehen, wenn ihr schon, ich sag mal, Lenkrad- und Joystick-Profis seid, dann wird das hier keine neuen Informationen für euch beinhalten, sondern das wisst ihr gegebenenfalls schon alles. Nur da vorweg zu sagen, nicht, dass ich hier eure wertvolle Zeit da irgendwie beanspruche. Und für alle die, die aber jetzt zum Beispiel wie ich rein von der Tastatur und von der Maus kommen und sagen, hey, ich will mal mit dem Joystick arbeiten, ich will das einfach mal probieren, ob das was für mich ist. Ich denke mal, da kann ich euch hier ein bisschen was zeigen. Vorab gesagt, es geht jetzt rein weg um den Farm-Sim-Joystick, ne? Also nur um den Joystick, nicht um das Lenkrad, weil das Lenkrad und Co., bla, das ist alles so standardgemäß, sondern rein um die Joystick-Geschichte. Der Joystick selber ist jetzt mittlerweile bei Amazon verfügbar, allerdings nur von Drittanbietern, also das heißt von Marktplatzanbietern, weil Trustmaster immer noch komplett ausverkauft ist. Die Drittanbieter, die verlangen natürlich mehr Geld, als das der Joystick von Trustmaster über UVP kostet. Ich habe, wo ich das letzte Mal geschaut habe, von 110 Euro bis 209 Euro alles gesehen. Ganz ehrlich, für 209 Euro kauft ihr euch das bitte nicht. 100 Euro, 110 Euro müsst ihr euch entscheiden, ob es euch das wert ist oder aber halt warten könnt oder wollt. Link dafür ist weiterhin in der Videobeschreibung verlinkt. Ich teile das ganze Video jetzt hier in zwei Abschnitte ein. Einmal hier kurz im Hauptmenü in den Optionen und dann aber auch direktes Gameplay mit Anschauungsbeispielen. Nur dazu, da kommt dann aber gleich ein Cut. Gut, wenn ihr den Joystick angeschlossen habt an euren PC über stinknormal USB, USB 3, USB 3.1, whatever, ist relativ egal, dann muss das Windows erkennen, das macht es in der Regel alles Plug and Play, ihr müsst dann erstmal nichts weiter tun. Danach geht ihr in den LS rein, seid jetzt hier im Hauptmenü, geht unter Optionen und da habt ihr ganz hier oben beim Zahnrad erstmal hier unter Steuerung Gamepad und Lenkräder. Das steht standardgemäß, glaube ich, auf aus. Das müsst ihr einmal bitte aktivieren, dass das Spiel erkennt, hey oder weiß, ihr wollt Lenkräder oder Joysticks, Pads, whatever nutzen. Dann geht ihr hier unten auf diese Slider, Regler, ne? Und dann seht ihr hier Eingabegerät Maus. Ihr könnt eure Mausempfindlichkeit einstellen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja unser Joystick einstellen. Dann habt ihr hier unten Taste X, Eingabegerät wechseln. Und dann seht ihr, je nachdem wie viel ihr angeschlossen habt, habt ihr hier Eingabegerät Simtast Farmstick Right. Das Right ergibt sich ein bisschen, weil das könnt ihr als Rechtshänder, als Linkhänder nutzen. Ihr könnt aber natürlich auch zwei Sticks anschließen, wenn ihr links und rechts haben wollt. Das ist dann relativ egal. Es heißt aber immer Right, davon mal ganz abgesehen. So. Hier habt ihr jetzt so die Basic-Option. Die Basic-Option sind die Achsen, die der Joystick halt hat. Ihr seht, ich mache jetzt hier nach vorne und nach hinten. Das ist in dem Falle hier die Achse 2. Wenn ich nach links und nach rechts mache, sehen wir hier oben ist die Achse 1. Wenn ich das den Stick eindrehe nach links, ist das Achse 3, genauso wie hier nach rechts. Ebenso gibt es dann hier mit den Wubbelding, also was ihr oben halt habt, ne, um euch umzuschauen, ist Achse 4 und so weiter und so weiter. Es gibt hier bis zu 7 Achsen, was das gute Stück unterstützt. Bewegt einfach den Joystick mit allen Reglern und Tasten und so, die ihr habt, halt durch und dann werdet ihr dementsprechend feststellen oder merken, was hier was für eine Achse ist. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Achse 1 hier oben, das ist das links und rechts. Giant selber stellt, oder der LS selber stellt eine Dead Zone von 14% standardgemäß ein. Eine Dead Zone, sprich eine Todeszone, bedeutet, wie viel Grad kann ich oder muss ich das Ding hier bewegen, dass es erst reagiert. Ne? Die könnt ihr in der Regel runterstellen. Wenn ihr eine Death Zone von 0% habt, ist jede kleine Bewegung am Joystick löst dann dementsprechend einen Impuls aus. Also im Endeffekt ein Befehl, hey, du sollst dich bewegen. Der Stick ist relativ schwer und auch relativ hochwertig. Also nicht nur relativ hochwertig, sondern hochwertig im Sinne von, da ist ein gewisses Gewicht dabei. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier nur so leicht hier dran wackel, merkt ihr hier schon, ne, da geht der Balken ein bisschen mit. Deswegen könnt ihr hier so eine Reagierung
Schadenszone, also eine Death Zone im Endeffekt, so von 0 bis 5% einstellen. Ist aber auch immer euer Belieben, ne? Je nachdem, wie weit ihr mit dem Stick agieren wollt, also wie weit ihr das bewegen wollt vom Mittelpunkt aus, bis es halt ist. Das macht ihr mit allen Zonen in dem Falle, ne? Je nachdem, wie ihr das wollt. Ich empfehle zwischen 0 und 5%. Ist halt immer wirklich komplette Geschmackssache, wie ihr das handhabt. Genauso könnt ihr hier noch die Empfindlichkeit einstellen. Die ist standardgemäß bei 100%. Die würde ich auch so lassen, weil somit kommt ihr immer, wenn ihr den Stick einmal hier komplett nach links und einmal komplett nach rechts macht, ne, dass ihr immer da auch am Ende der Achse seid. Wenn ihr das Ganze einmal eingestellt habt, geht ihr hier unten eigentlich nur noch auf Anwenden. Dann ist das gespeichert und dann geht es eigentlich auch schon ins Spiel mit rein. Und das wird jetzt auch der längere Part werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Cut wieder. So, Grüße Gemüse, damit willkommen im In-Game, also im eigentlichen Gameplay hier zum Thrustmaster Sidestick. So, ich habe jetzt leider nicht, wie mein sehr wertgeschätzter Kollege Felix alias Agrarplay, so eine Setup-Action-Cam. Deswegen werde ich euch, wenn ich euch hier Buttons erkläre oder sage, wie, wo, was, immer mal ein Bild einblenden mit einem Pfeil auf die jeweilige Taste mit drauf, dass ihr ungefähr wisst, was ich meine. Wie ich es eventuell schon am Anfang gesagt habe, ihr könnt euch natürlich den Stick rein individuell konfigurieren, wie ihr euch das wünscht. Dafür müsst ihr dann jetzt nicht wie im Hauptmenü mit der Kalibrierungsgeschichte und alles agieren, sondern hier, das könnt ihr natürlich auch im Hauptmenü machen, aber in-game ist es jetzt natürlich, also in-game ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Geht ihr hier Escape, also ins Escape-Menü rein und dann dementsprechend hier unten auf die Tastatureinstellung, also dementsprechend kurz vor den Hilfemenü. Und da könnt ihr ja einmal hier X Gamepad drücken und wenn das ja alles richtig erkannt worden ist, habt ihr dann ja hier die ganzen Input-Möglichkeiten. Und ihr seht schon, Input Gamepad, beziehungsweise hier Gamepad, weil ich habe auch mal einen Controller mal angeschlossen gehabt, das hat er auch noch mit erkannt. Aber ihr seht hier, ne, Farm Stick Ride und so weiter, alle 3 Millionen Achsen, die das Ding hat, sind hier schon mal mit belegt. Also sprich, der Joystick selber hat schon mal eine Standardbelegung, die könnt ihr nutzen. Ihr könnt ihr natürlich aber auch noch ganz individuell machen. Je nachdem, mit was für Skripten und vor allen Dingen, welche Skripte ihr mit bearbeitet, also sprich mit, von mir aus gegebenenfalls noch mit Simple IC, mit irgendwelchen Vorgewendemanagement-Geschichten, mit irgendwelchen Helfer-Geschichten, was es nicht alles skripttechnisch mittlerweile gibt, die alle irgendwie irgendwo eine eigene Interaktionsfläche haben. Das könnt ihr euch alles hier individuell belegen. Ihr könnt den Stick auch so programmieren, in Anführungsstrichen, dass ihr die Achsen bei der Kalibrierung zum Beispiel als Vorwärts-Rückwärts-Fahren nimmt, etc. Ne? Also, es ist ja, wie gesagt, alles individuell möglich. Mir geht es jetzt hier erstmal rein um A, Vanilla und B, um das, was der Stick standardgemäß kann. Für alle die, die jetzt zum Beispiel nicht schnell mal die Muse haben, das individuell für sich einzustellen. Kommen wir erstmal generell zu den Basics. Und zwar die Basics sind oben am Stick das orangene Drehrad. Wenn ich mich jetzt hier normal bewege, ist das alles easy. Wenn ich in einem Fahrzeug drin bin, gilt das nämlich standardgemäß als Zoom-In- und Zoom-Out-Option. Ja? Also reinzoomen, rauszoomen. Der Stick daneben, der ist fürs Umschauen da. Ne? Also links, rechts, hoch, runter, habt ihr alles nicht gesehen. Ist im Übrigen auch eine sehr angenehme Geschichte für Kamerafahrten. Möchte ich nochmal sagen, weil je nachdem, wie ihr die Achse kalibriert, also von der Empfindlichkeit, Deadzone-mäßig her, könnt ihr hier sehr smooth und vor allen Dingen sehr gerade hier um euer Fahrzeug rumwickeln, etc., etc. und könnt das sehr, sehr angenehm steuern. Ne? Das ist die eine Geschichte. So, dann machen wir mal jetzt mal weiter. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel einen Teleskoplader genommen und will jetzt hier vorne mal die Rundballen aufsammeln. Unterhalb des Sticks habe ich euch ja damals schon in der Vorstellung gezeigt, haben wir ja drei große Button plus einen kleinen Button unten drunter. Der kleine Button unten drunter heißt Start. Und wer jetzt erwartet, wenn ich die Taste drücke, startet mein Fahrzeug, in dem ich gerade drinne sitze. Ne? Schöne Sache. Wenn ich die großen Buttons oben nehme, also sprich einmal nach links, switche ich dementsprechend die Fahrzeuge nach links durch oder vorwärts durch, der rechte dann dementsprechend wieder zurück. Auch eine sehr, 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 sehr angenehme Geschichte. So, ansonsten, jetzt habe ich den Stick in der Hand. Jetzt habe ich hier standardgemäß schon mal die Achsen so eingestellt. Ne? Also da habe ich jetzt nichts verändert. Ne? Ich komme hier runter mit den Armen, ich komme hoch mit den Armen. Und ihr seht auch animationstechnisch gesehen hier drin,
Na, das funktioniert alles und ihr seht, wie smooth ich hier das Ganze wirklich agieren kann. Es ist schön, wirklich sehr, sehr schön. Genauso kann ich hier nach links und rechts dann dementsprechend hier die vorderste Achse damit bewegen. Und hinten am Stick haben wir ja auch noch zwei Buttons. Der obere Button, mit dem kann ich so einen, ich sag mal, Modus umschalten am Stick selber. Dann wird das Licht von weiß auf orange oder von orange auf weiß, je nachdem. Und der Button unten drunter, der ist auch eine Interaktionstaste. Wenn ich den jetzt gedrückt halte und jetzt nach links und rechts mache, seht ihr, kann ich hier vorne meine Rundballengabel in dem Falle jetzt öffnen bzw. schließen. Ne? Ist also mehr oder, also es gibt mehr oder weniger auch Doppelbelegungen bzw. so kombinierte Bewegungen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es am blödesten halt mit ausdrücken soll. Das gleiche gilt im Übrigen für hier drinnen, was es Umsehen angeht. Also das kann ich oben auch weiterhin mit dem Stick hier tun. Ne? Alles sehr, sehr angenehm. Was ist noch relevant? Ebenfalls jetzt hier für einen Teleskoplader. Wir haben vorne auf der Taste, wo auch das Rad und die Hebel und alles sind, haben wir so eine orangene Taste. Die hat einen Vorwärtspfeil, einen Rückwärtspfeil. Wenn ihr die Fahrtschaltung, also sprich vorwärts, rückwärts, auf manuell schaltet in den Einstellungen selber, also sprich, ihr könnt ja hier dann bei der Steuerung den Richtungswechsel auf Automatik, hatte ich ja immer, oder hier auf manuell schalten. Dann könnt ihr über die Taste unten einstellen, wollt ihr vorwärts fahren oder wollt ihr rückwärts fahren. Das könnt ihr auf Tastendruck in dem Falle hier mitmachen. Auch wiederum eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, ich will jetzt aber einmal hier vorne einmal diese Rundballen verladen. Na, und ihr wisst, ich bin im Verladen wirklich schlecht. Also wirklich schlecht. Ne? Deswegen gucken wir mal, ob ich das mit dem Stick dementsprechend besser hinkriege und das auch aus der Innenperspektive. Ich kann jetzt also einmal hier komplett nach unten gehen, kann hier ranfahren, kann jetzt die Taste drücken, kann das Ganze zumachen und hab's in dem Falle schon mal mit verkackt. Sehr gut. Wohl die Ballen, eigentlich liegen die, naja, die liegen für die Zange aber auch nicht gut, muss man auch dazu sagen. Aber egal, dann machen wir das mal wie folgt, dann gehe ich hier von oben ran, mache das Ganze so. Ich kann jetzt auch über die beiden orangenen Sticks, also über den linken orangenen Stick, hier noch die Achse weiter ausfahren, wenn ich das möchte. Und wenn ich jetzt hinten den Modi ändere, also sprich, dass ich das orangene Licht auf weiß oder andersrum, und ich habe jetzt noch mehrere Achsen, wie zum Beispiel bei einem Kran oder so, kann ich da noch weitere Achsen dementsprechend auch noch damit steuern. Das ist jetzt in dem Falle auch kein Problem, das funktioniert auch. Hat der jetzt nicht, weil der jetzt nicht allzu viele Dinger in dem Falle hat. So, jetzt versuchen wir einmal hier mit den Ballen da irgendwie ranzukommen. Ne, muss ich mich mal hier ein bisschen mit der Giants-Physik generell anlegen, aber funktioniert so halbwegs, auch wenn es eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist, aber es funktioniert. Wenn die jetzt normal liegen würden, also sprich stehend, ne, jetzt nicht so liegend wie jetzt gerade eben, dann wäre das auch easy oder easier, aber so kann ich das Ganze jetzt hier machen und kann dann jetzt hier stinknormal mit dem Joystick das Ganze so halbwegs ablegen. Ich versuche das Ganze mal hier noch ein bisschen weiter zurück. So, Achse mal ein bisschen weiter nach oben. So, ein bisschen weiter weg von mir, danke. Jetzt mach ich das einfach mal hier auf. Gut, ist nicht schön, wird jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber funktioniert. Ja. Jetzt machen wir das Ganze einfach mal so, dass ich mir mal hier so einen Ball nehme und den jetzt mal mehr oder weniger richtig rumnehme, beziehungsweise einfach so hier, zack. Und dann einmal rückwärts, dann nehme ich mir hier den ganzen Spaß wieder mit nach vorne, gehe wieder hier nach hinten, schalte einmal wieder, falsche Taste, dankeschön, schalte einmal wieder hier nach vorne, kann jetzt ja wie gesagt auch hier den Arm ausschwenken, wenn ich das möchte, ich hätte ihn jetzt aber gern bei mir, welchen den Gewicht, jetzt könnte ich das Ganze hier wieder nach oben nehmen, ne, dass ich das Ganze ein bisschen individueller oder ein bisschen höher packen kann, so, dann halte ich einmal wieder meine Taste gedrückt. Mach das ganze Ding hier halbwegs zu, fahr dann wieder hier zurück, ne, schalt wieder die Richtung um und kann damit das Ganze dann hier verladen. Funktioniert das jetzt smoother als mit Maus und Tastatur? Ja, selbstverständlich. Ne? Also das ist ja logisch, das kann ja im Endeffekt auch nur smoother sein wie mit Maus und oder Tastatur, wenn man es denn wohlgemerkt auch kann. Na, für mich ist das jetzt hier natürlich komplett ungewohnt, weil ich halt ein absoluter
weil ich halt ein absoluter Tastaturfreak bin und damit kommt dann dementsprechend auch sowas hier dabei raus. Aber es funktioniert halbwegs. Ja, doch, doch, doch. Ja, wunderbar. Setup läuft soweit. Das jetzt mal hier als Beispiel des Teleladers, auch wenn sehr amateurhaft. Aber wir haben natürlich auch mehrere oder noch weitergehende Funktionen, gerade was andere Maschinen mit angeht. Ich bin jetzt hier an den Drescher und auch hier habe ich im Stick selber schon mal viele Funktionen standardgemäß mit aufgelegt. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwas machen will, also links, rechts, das hier zum Beispiel, ich sollte bitte erstmal den Motor starten. Dann starten wir in dem Falle auch erstmal den Motor. Dann habe ich, wenn die Stimme jetzt nicht versagen würde, auch wieder unter den orangenen Button, wo ich ja weiterhin meine Gang wähle oder mein Gang wähle, habe ich ja unten noch einen nächsten Button neben den F-Tasten. Das ist standardgemäß eingestellt hier zum Aufklappen. Ne? Dass das Ganze hier erstmal wunderschön aufgeklappt wird und ich hier alles machen kann. Wenn der Gerät jetzt hier läuft, kann ich jetzt hier mit dem Stick vorne die Haspel steuern. Ne, ihr seht, ich mache jetzt nach rechts. Dann geht die Haspel, ich gehe mal hier ein bisschen an der Seite, dass man das hier ein bisschen vielleicht besser sieht. Aber man sieht es ja, denke ich mal, so oder so. So, dankeschön. Ich kann die Haspel jetzt dementsprechend nach vorne bzw. hervorziehen, zurückziehen, wie da auch immer jetzt hier dementsprechend fachlich das Ganze richtig ist. Ich kann die Haspel aber auch hier hochfahren, runterfahren. Hat im LS in dem Sinne ja eigentlich keinerlei Auswirkungen, ne? Aber für alle die da Wert drauf legen, die können das natürlich so machen. Genauso kann ich mich hier im Innenbereich wieder umschauen. Alles easy, alles peasy. Ne? Dann kann ich hier auch beispielsweise Karte auf, Karte zu, das sind alle so Geschichten, die jetzt hier unten in den großen Tasten mit verlegt sind. Ich kann hier zum Beispiel auch stinknormal ins Menü mit reingehen. Ich kann ein- und aussteigen, das funktioniert. Ich kann das Ding anschalten, kann das Ding ausschalten, beziehungsweise kann den Helfer aktivieren und deaktivieren. Auch das ist hier alles in dem Falle drin. Aber wenn ich jetzt das Gerät selber aktivieren und deaktivieren möchte, dann über der F1-Taste, das ist die Gummitaste da mit dem Zahnrad, da läuft der ganze Hase jetzt hier einmal lang und jetzt kann ich hier stinknormal mit meinem Drescher arbeiten. Ich benutze im Übrigen jetzt hier fürs normale Fahren Tastatur, ne? Ich habe jetzt nur den Stick, weil das ist ja im Endeffekt die Neuheit. Und jetzt kann ich halt hier währenddessen, sofern ich das denn möchte, ihr seht meine Haspel hoch, meine Haspel runter, ich kann die Haspel weiter reinziehen bzw. weiter herausnehmen. Das funktioniert soweit ohne Probleme. Und je nachdem, was ihr oder wie ihr es auch konfiguriert habt, muss man ja auch mal dazu sagen, könnt ihr natürlich damit auch das Rohr mit ein- und ausfahren. Das ist auch in dem Falle kein Problem. Könnt ihr in dem Sinne auch machen. Na, also von daher, das kommt dann immer auch auf die individuellen Geschichten an. Ne, genauso kann ich hier über den Stick auch die Blinker aktivieren, wie ihr seht. Ne, jetzt blinke ich links und wenn ich jetzt einmal hier rüber gehe und unten zum Beispiel die rechte äußere Taste oder mittlere Taste drücke, ne, dann blinke ich rechts. Ne. Das so zu diesen Standard-Einstellungsgeschichten, die wir hier mit dabei haben. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit einem Traktor und dementsprechend Anbaugeräten. Da schauen wir uns hier mal kurzerhand nach dem Cut an. So, dann sind wir hier nämlich einmal beim Traktor. Ich habe jetzt hier einfach einen Serion mit dran gehauen. Einfach mal mit dem Grubber dran. Ja, das Feld ist jetzt mehr oder weniger schon, aber es geht um die Basics. Generell haben wir hier auch schon Standardfunktionen. Zum Beispiel Stick vorne mit dran. Haben wir ja die Tasten F1, F2. Neben der F2-Taste haben wir dann wiederum die Aufklapptaste, wie wir das ja gerade beim Drescher auch gehabt haben. Die kann ich jetzt hier einmal drücken und dann seht ihr, wird der Grubber in dem Falle jetzt hier auch stinknormal ausgefahren. Ne? Also das ist ja so eine Aufklappfunktion, logisch, die ist ja überall mit gleich. Jetzt kann ich dann einmal mit der Taste, wo wir das nach oben und unten haben, also in der Mitte, wie gesagt, ich versuche es immer einzublenden, kann ich jetzt hier den Grubber senken, beziehungsweise kann den Grubber auch wieder heben. So, dadurch, dass wir jetzt hier bei den Grubber nichts weiter machen müssen, außer in dem Falle jetzt hier senken und heben, können wir damit jetzt schon offiziell arbeiten. Na, ich brauche da jetzt nichts weiter, kann mich jetzt hier dementsprechend umschauen, so wie ich das gerne hätte. Und wenn ich fertig bin, kann ich hier die Taste drücken, zack, und kann den Grubber hier wieder nach oben beziehungsweise nach unten nehmen. Das ist ja soweit erstmal die absolute Basic-Geschichte. Das funktioniert standardgemäß auch schon mal. Bei einer Saatmaschine
ist das Ganze etwas komplexer, weil logischerweise, wir müssen das Fahrzeug anmachen, ist klar, dann müssen wir das Ganze auch wieder aufklappen, aber eine Saatmaschine muss man ja auch anschalten. Da habe ich jetzt über die Tastatureinstellung, hier wieder über Gamepad, bla bla bla, habt ihr ja hier den Reiter mit dazu Fahrzeug, ne? Und dann habt ihr ja hier sowas wie Anbaugerät ein- und ausschalten, ne? Dann können wir Gerät senken, Gerätefunktion 1, 2, 3, 4. Die Saat, das Saatgut ändern. Das Saatgut ändern in der umgekehrten Variante. Und so weiter und so weiter. Ich lege das Ganze mir jetzt hier mal auf die F1, auf die Funktions-1-Taste, ne, die mit F1 mit beschrieben ist. Und damit kann ich jetzt, das Gerät ist jetzt einmal aufgeklappt. Ich kann jetzt hier einfach mal so Basic-Dulli-mäßig so einfach ein bisschen vorfahren. Aufgeklappt ist schön und gut. Ich kann das auch wieder senken. Und jetzt habe ich mir auf die F2, also Funktions-2-Taste nenne ich die jetzt einfach mal, eingestellt, dass mein Gerät, mein Anbaugerät jetzt aktiviert bzw. deaktiviert wird. Und ihr seht, das funktioniert auch. Über die F1-Taste wiederum habe ich mir jetzt eingestellt, hey, damit will ich mein Saatgut durchschalten. Na, wenn ich in so einer Maschine hier drinne sitze. Und somit kann ich das jetzt hier einmal durchschalten. Ich kann das ja auch umgekehrt, das ist ja ein eigener Tastatur, also ein eigener Befehl, den ihr mit einstellen könnt, sodass ihr auch wieder rückwärts könnt, wenn ihr das wollt. Ne? Ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für stinknormal für Weizen. Sag mir einmal das Ding bitte nach unten. Naja, jetzt habe ich es zugeklappt. Schlau. Sag das Ding hier einmal nach unten. Einmal F2 und Abfahrt. Und somit kann ich jetzt hier auch stinknormal arbeiten. Kann das Ganze natürlich auch im Innenbereich mir hier so wunderschön anschauen. Wie gesagt, ich mache es jetzt absolut nur grob. Ne? Und kann jetzt auch sagen, jo, reicht. Ich mache das Ding aus. Mach's wieder an. Heb mein Gerät hoch, also heb mein Gerät aus oder heb mein Gerät wieder runter. Ne? Auch das alles mit einstellbar. Um das Ganze eventuell euch zu zeigen, wie weit ihr das auf die Spitze treiben könnt, ist natürlich auch noch, dass ihr so Hundegang, also ne, verschiedene Lenkmodis damit einstellen könnt. Ihr könnt, wenn ihr dieses Section Control mit benutzt, könnt ihr das zum Beispiel separat mit einstellen, ob ihr das auf eine Taste legen wollt und so weiter und so weiter. Wenn ihr mit Fahrzeugen fahrt, die lastgeschaltet sind, was ja zum Beispiel hier der Case offiziell ist, könnt ihr auch noch die einzelnen Gänge, die einzelnen Gruppen über die zwei orangenen Schaltwippen nach oben und nach unten schalten. Das führt aber für mich persönlich viel zu weit. Da kann ich euch adäquat nichts drüber erzählen bzw. zeigen, wie das jetzt alles richtig ist. Aber ihr seht, ihr könnt das alles wirklich extrem individuell einstellen, weil ihr auch dementsprechende Buttons habt. Plus, was ihr ja vielleicht hier auch schon gesehen habt, man kann 15, also hier zum Beispiel beim Farmstick, Abgibseite wechseln, 15 plus 2. Ihr könnt auch mehrere Tastenkombinationen benutzen, sodass ihr zum Beispiel vorne hier beim Ballengabel auf zu, ne, dass ihr da mehrere Tasten gleichzeitig drücken müsst, um damit wiederum eine übergruppierte Funktion zu nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es am blödesten ausdrücken soll, aber ihr wisst, was ich meine. So eine kombinierte Tastenkombination halt, ne? Also von daher ist es sehr, 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 sehr umfangreich. Ich habe ja am Anfang den Vergleich gebracht, ist es angenehmer als wie mit Maus und Tastatur, gerade was so Kran- oder Frontladerarbeiten, Palettenarbeiten angeht. Die Antwort war logischerweise ja. Weil ich von Konsole bzw. von Maus- und Tastaturspielern spreche. Falls ihr jetzt schon einen Joystick habt von einem anderen Hersteller oder von was weiß ich, ne, da ist es natürlich die Frage, ist es besser, ist es schlechter? Und da muss ich euch so ehrlich sein, ich habe da keinen Vergleich. Ich habe keinen Vergleich, weil ich nie mit Joystick wirklich gespielt habe. Ne, ich kann euch jetzt nur aus der Position eines Tastatur-Maus-Spielers sagen, ist es besser, ist es schlechter? Und es kommt natürlich immer auf den Spielstil auch mit drauf an. Ne, wenn ihr eher ja, so wenig wie möglich auf euren Schreibtisch rumstehen haben wollt und einfach so daddeln wollt, links, rechts, hast du nicht gesehen, dann ist so ein Stick natürlich mehr Aufwand. Logisch. Ne? Für alle die sich aber wünschen, einfach mal hier solche Geschichten deutlich smoother zu agieren, ne? Und so weiter und so fort, dann ist das deutlich eine Verbesserung. Fühlt sich der Stick sehr hochwertig an? Ja. Das ist wirklich, der ist schwer, der ist wertig, ja, der fühlt sich gut an. Trotz all dem, dass hier Kunststoff mit verbaut ist, aber gerade die Tasten, die so gummiert sind, wirklich schön. Es ist halt die Frage, wie sehen diese Tasten, also diese gummierten Tasten, nach, was weiß ich, 50, 100 Stunden effektiv aus, wenn sie benutzt worden sind. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, ist klar, ne? Aber
für alle die mal, ja, die sich einfach mal ausprobieren wollen oder mal sagen wollen, ha, ich habe mit so einem Stick schon immer mal geliebäugelt, dann könnt ihr das Thrustmaster-Ding mal ausprobieren. Der ist relativ kostengünstig für die Qualität, die er halt mitbietet und generell von der Aufmachung halt her. Für alle die jetzt schon Sticks benutzen, wie gesagt, kann ich euch ehrlich kein Feedback geben, wie das mit anderen Sticks ist, ne? Müsst ihr ausprobieren. Bin ich aber auf euer Feedback auch definitiv mitgespannt. Das sollte es für das Video gewesen sein. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist soweit in Ordnung. Der Stick offiziell von Thrustmasters ausverkauft. Es gibt mittlerweile bei Amazon Drittanbieter. Link ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die verlangen aber teilweise richtig saftige Preise. Müsst ihr überlegen, aber wartet. Oder aber jetzt sagt, ich gebe mehr Geld für den Stick aus, weil ich will ihn unbedingt haben. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.